Freunde, wir stecken in der Klemme des Freudums, denn ihr leistet uns Gesellschaft. Herzlich willkommen. Ja, es ist endlich soweit. Der Lockdown in Österreich ist ja mehr oder weniger vorüber, zumindest temporär. Und das heißt, ich kann wieder Kunden und Gäste einladen, die mit mir Videos machen. Es stehen einige Schlange und heute möchte ich euch den Toni vorstellen. Servus. Ja, servus Markus. Du hast uns was sehr, sehr Schönes mitgebracht, nämlich LKWs. Genau, LKWs von Wangi. Also mal was anderes von Wangi, keine Architektursets, wie man es halt kennt. Richtig. Mal klassische, ich sage mal, City-LKWs. Also es gibt so eine neue Serie mit 3 LKWs, 2, einen Art Schulbus, einen Citybus. Genau, die Busse werden wir uns auch noch anschauen mit dir. Ja. Heute sind die LKWs dran und gibt es noch etwas von einem dänischen Hersteller? Genau, vom dänischen Startup habe ich noch so als Vergleich einen klassischen City-LKW, um zu schauen halt, wie passen die zusammen vom Maßstab her, von der Größe. Und genau, so. Falls man vielleicht die mal mischen möchte in einer City, jeder muss ja seine City irgendwie befüllen. Genau, ne? Und da kann es auch durchaus Sinn machen, sich etwas von den Alternativen reinzuholen. Ja. Wie es bei uns ja fast schon Standard und Usus ist, hast du gemeint, du möchtest ein bisschen was über die LKWs als solches erzählen. Genau, ich habe mir da ein bisschen Notizen gemacht, weil von den Sets allein, das sind eigentlich meiner Meinung nach typische Spielsets, gibt es nicht so viel. Wir haben gedacht, jetzt zum Beispiel, es gibt halt die Langrobber. Zum Beispiel, warum jetzt in Amerika mehr die Langrobber fahren und jetzt in Europa fast eigentlich nicht mehr. Da haben wir uns ein paar Notizen und Gedanken gemacht. Bitte, dann schieß gleich los. Genau, also es ist halt so, dass es gibt halt eigentlich 3 LKW-Formen. Es gibt halt die Langrobber, so wie sie in Amerika sind. Dann gibt es halt, wie es in Europa meistens jetzt verbreitet sind, diese Fronthaube oder Stirnsitzer. Und das hat eigentlich die Gründe eigentlich in Amerika von den Entfernungen. Man braucht halt, die Trage sind meistens so tagelang, wochenlang unterwegs und einfach wegen dem Komfort. Yeah. Man hat halt die Fahrerkabine ist halt bei dem vielleicht nicht so groß ausgestattet, da hat man ein Bett drinnen. Da hat man eine kleine Küche drinnen, also wenn die jetzt eine Woche unterwegs sind, dass das halt einfach gemütlich ist. Also eine Küche ist auch drinnen? Ja, es gibt manche, die sind ausgerichtet, die haben oben so eine 2 Schlafplätze, eine kleine Küche, also wie fast ein Wohnwagen, also die sind tippitoppi, also da gibt's. Also das geht mir ja, dass da oben diese Schlafkabine ist, wo man sich genau. Vorher gibt man Besuch von einer netten Dame und dann ja, kann auch sein, wenn das nächste Motel irgendwie Kilometer entfernt ist. Das braucht man in Europa natürlich nicht. Das braucht man in Europa natürlich nicht und es ist auch wegen dem Platz her und in Europa gibt es auch Beschränkungen. In Amerika zum Beispiel gab es eine Beschränkung, habe ich gelesen, bis in die 80er Jahre und dann kam der Präsident Ronald Reagan und hat diese Beschränkung aufgehoben. Okay, du meinst es von der Länge her? Von der Länge her, es gibt jetzt nur mehr eine Beschränkung in Amerika von der maximalen Ladefläche und von den Tonnen. Okay. Aber nicht von der Länge. Also zum Beispiel, du hast in Amerika Road Trains, die sind bis 36 Meter lang mit 3 Anhängern. Also die Road Trains, das kennt man vielleicht auch von Dokus von Australien. Oder Australien noch länger, genau. Durchs Outback fahren, das sind dann wirklich dann schon fast wie Züge lang. Genau. Ewig lang, genau. Bremsweg, vergiss es. Ja. Braucht es oder geht auch gar nicht in Europa. Nein, ist bei uns unmöglich, auf die Straßen her. Fahren wir mit einem 36 Meter langen Ding im ersten Bezirk. Ja. Das geht einfach nicht, das ist ganz klar. Also bei uns, oder ich glaube in Europa oder Deutschland allgemein, hat sich so durchgesetzt jetzt, also dass die Dinger also bis 40 Tonnen haben und halt so um die 20 Meter so also 14, irgendwas so Meter dann lang sind, also von dem. Okay, ja. Wenn da Interesse besteht, einfach selber googeln, durch die Informationen hat man eh schnell draußen. Genau. Die genauen Zahlen sind jetzt nicht so relevant. Es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass in Europa dafür natürlich wie alles ist ja bei uns reglementiert. Ja, wirklich jeder. Alles ist reglementiert, logischerweise auch die LKWs. Genau. Ist auch bei uns so, weil wir kompakter sind als Land. Amerika, wirklich die große. Und auch in die Flächen. Wir haben halt mehr Berge und die Tunnels und so. Und das ist halt, es geht auch nicht. Und zum Entladen in Amerika haben sie auch diese Ladehöhe, dass alle gleich sind und so. Mit den Rampen und so, das ist dann halt schon Es ist ja auch, Unterschied, auch generell einfach größer, auch in Amerika. Da musst du viel mehr transportieren als hier. Genau. So viel Transport, was du da alles hast. Und bei uns ist, glaube ich, auch die Achslast beschränkt, ich glaube, auf 11,5 Tonnen pro Achse. Okay. Und halt zum Beispiel, ich habe gelesen, zum Beispiel mehr als 5 Achsen geht gar nicht bei uns oder so. Das ist dann auch reglementiert und so. Und Wenn es da draußen einen vielleicht professionellen LKW-Fahrer gibt,
Ich glaube, es gibt sogar ein paar von meinen Kunden. Ich glaube, der Holger in Kärnten, der ist am Bus gefahren. Der ist am Bus gefahren, ja, genau. Der müsste sich, glaube ich, auskennen. Aber ich weiß nicht, ob er meine Videos schaut. Ich hoffe, ich habe keinen Blödsinn erzählt jetzt, aber ja, und da ja gibt es... Schreibt es in die Kommentare rein. Sagen, ja. Genau, schreibt es in die Kommentare rein. Wenn ihr da mehr wisst, ist es sicher interessant, das einmal zu hören. Gehen wir auf die Sets über. Genau. Du hast prinzipiell einmal größtenteils die Sticker weggelassen. Ich habe eigentlich größtenteils die Sticker weggelassen, weil ich bringe prinzipiell keine Sticker an, die über mehrere Teile gehen. Okay. Und ich denke mir, bei diesen Sets bringe ich die Sticker nicht an, weil das sind für mich eigentlich klassische Spielsets. Mhm, richtig. Die werde ich 100% wieder zerlegen oder verbessern oder umbauen. Mhm. Und das sind jetzt keine Sets, die ich mal wie Kobi oder hinstelle und ja, die klar. bleiben dann. Ganz klar. Das heißt, ich werde immer zu jedem Set werde ich dann die Schachtel einblenden, damit ihr dann seht, wie das aussehen würde mit den Stickern. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Ja. Ich würde sagen, wir räumen das einmal da um alles und fangen ja. einfach mit dem kleinsten an. Ja, der kleinste ist eigentlich der Lego, aber das ist in dem Fall ist es der rote, ja genau. Der ja, kleinste ja. von den Wangis. Von den Wangis, genau. Ja, ja, ja. Wir haben da, ich habe das ja damals in diesem Vorstellungsvideo, habe ich da irgendwie gesagt, das ist quasi ein Feuerwehrwagen, wo man einen Tesla oder ein Elektroauto, das brennt, reinfetzt. Du hast mich belehrt, das kann nicht sein. Na, das hatte ich, glaube ich, der Jürgen gemeint, weil es ja, sind ja genau. diese Bioharz und Flammbahn und Sticker so drauf, können genau. wir vielleicht gleich mal zeigen. Der würde dann so aussehen, ja. Genau, genau. Nur, ich denke mal, das geht irgendwie schwierig, weil das sind irgendwie so eine Ladefläche, was man eigentlich auch runterklappen ja, kann. Ich meine, so wäre es noch cooler, wenn es so ging. Und da, glaube ich, würde dann diese Wasser- oder Löschflüssigkeit durchfließen. Ich glaube auch, ja. Aber vielleicht kann man einen ausbrannten Tesla damit wegzahlen oder wegtransportieren ja, oder es ist, so. Es ist auf alle Fälle ein Gefahrenstofftransporter im weitesten Sinne, kann man das sagen. Ja. Ja, es ist ja ein Spielset, da muss es nicht unbedingt realistisch sein. Ne? Ja. Ja, ich habe ihm eigentlich, das kann ich runter, ich habe ihm Blaulichter gemacht. Es könnte jetzt auch ein Feuerwehrstruck ja. sein. Also da sehe ich schon, da habe ich das erste Ding in der Hand. Wie ist generell die Klemmkraft bei den Sets? Oder bei denen? Klemmkraft ist generell eigentlich bei Wangi gut. Also das ist, wenn man diese ganzen Architecture baut hat, ist eigentlich super. Wangi haben eigene Steine, wie du gesagt hast. Und ja. ist eigentlich sehr gut. Ich meine, das ist halt nur Mittel, weil das eigentlich nur auf jetzt gleich 4 und 4 so eine Oppenhaltung runtergeht. Aber so okay. von ja. allein ist die Klemmkraft sehr gut, ja. Ansonsten von der Bautechnik her, denke ich mal, wird es keine Überraschungen geben. Schauen wir uns mal die Anleitung kurz an. Ja. Da hast du da meinen Stickerbogen. Ja, bei dem sind eigentlich die wenigsten Sticker. Wie gesagt, ich habe es halt, wenn sie um mehr Teile gehen, nie aufgemacht. Ja. Du hast es mir vorhin eh im Off schon erzählt, bei Wangi ist es ja so, dass die vorherigen Bauschritte weiß sind. Genau, die sind ja. komplett weiß, also ist eigentlich total easy zum Bauen. Also, richtig, ja. Hier ist es auch jetzt nicht so, dass man irgendwie eine Steineschlacht hat, wie bei dem Modulars. Bei dem Modulars hast du bei Wangi gerne mal ja. irgendwie 100 Steine in einem Step. Das ist hier natürlich nicht. Das ist hier nicht. Und da gibt es auch eine witzige Anekdote dazu, wollte ich sagen. Wangi hat bei den Sets die Tüten nummeriert. Okay. Was ich am Anfang gar nicht gecheckt habe, weil ich es nicht gewohnt war. Weil du leerst einfach aus. Und bei, ich sag mal, 350 Teilen ist man sich gewohnt. Ja. Nur das Witzige war, auf jeder Tüte stand die Nummer 1. Also, ah ja. Du hast Baustep 1, 6 Tüten und überall 1, also ja. Es ist ein Versuch. Sie es ist ein dazu, Versuch, ja genau. Ja. Vielleicht haben sie das in einem Jahr oder zwei Jahren dann ja. verstanden, warum man das so macht. Ja. Gibt es irgendwas Besonderes zu diesem Set zu sagen? Ah. Ich meine, wir sehen, es ist relativ Standard. Es ist relativ Standard, wenn man kann, wie gesagt, das habe ich hier versucht, man ja, kann das genau. aufklappen, dass man halt was einladen kann, das geht über so diese, über so einrasten, nicht über die... diese beweglichen ja, Bolzen. Wir haben hier zwei Feuerlöscher in Wahrheit. Ja, da was? Ist mir eigentlich was passiert. Eigentlich von diesen Schornsteinen der Auspuffung gibt es eigentlich zwei, links und rechts einen. Mhm. Mir ist nur einer leider abgebrochen. Okay. Deswegen hat der jetzt auf der anderen Seite eine Schaufel gekriegt. Wir machen da nichts, das ist auch irgendwo passend. Ja. Verchromt, also wir haben auch... Weil das sind ja ziemlich Chromteile, die was relativ cool sind. Ja. Genau. Die Türen lassen sich aufmachen. Ja, die lassen sich aufmachen, wow, die körperten nur meiner Meinung nach in Rot. Warum die da jetzt schwarz sind? Ja, ja. Und vielleicht ein bisschen gekontert, damit sie nicht wahrscheinlich, wahrscheinlich, rausfallen. Aber, ja. aber du hast ja selber gesagt, das ist ein Spielset. Ja. Ist ein reines City-Spielset. Also 6 Noppen breit, wie halt, ich weiß nicht, was Belego jetzt der Standard ist, keine Ahnung, ich glaube, sie wissen es selber nicht. Na. Aber es, ich glaube, 6 Noppen breit haben die meisten, glaube ich. Das ja. hat sich so irgendwie durchgesetzt. Also das ist jetzt relativ. Ja, das ist eigentlich, gehört das raus? Also das ist eigentlich. Es hat so eine tolle Cremekraft, dass man den Auflieger gleich runter mit runterzieht, ja.
Ja, aber kurzum, es ist ein Spielset und in dem Fall passt das schon. Noch kurz mal zu den Ersatzteilen, die dabei sind oder den zusätzlichen Teilen. Da hast du gesagt, da ist reichlich dabei. Da ist reichlich dabei. Also zum Beispiel kann man es kurz vielleicht schauen. Ja. Ah, ich habe jetzt nicht alles aufgemischt, sondern einen Beutel, aber es ist zum Beispiel reichlich dabei. Zum Beispiel, also da ist der Aufhang, was mir flöten gegangen ist. Und zum Beispiel jetzt beim Gelben ist zum Beispiel jetzt so eine ganze riesen Seiten dabei. Und zum Beispiel bei jedem ist ein Reserverad dabei. Ah, okay. Was ich eigentlich auch unten einbaut habe. Also einfach drauf, dass der halt sein Reserverad mit hat. Ja, klar. Genau. Macht Sinn. Ja, also bei Wangi reichlich. Also gefehlt hat nichts. Okay. Und halt, du kriegst jede Menge. Also, ja. Ja. Dann stellen wir dir mal da noch einmal vor von der Nähe. Es lädt ein zum Spielen und das für kleines Geld. Das ist schon mal gut. Ja. Machen wir mal weiter mit dem grauen Dings, du Pumps da. Genau, dann haben wir einen klassischen, also Container-Truck, glaube ich, nennen sie es. Ja, es ist quasi so ein Maersk-Container. Ja, Maersk Sealand soll das eigentlich heißen. Hm. Wobei ich denke, Maersk ist eigentlich eher blau. Ja, das ist so dieses Maersk-Blau, genau. Es ist eben ihr eigenes Blau, ja. Ja, ja. Hab's halt nicht drauf gegeben, weil das halt wirklich flächig drüber geht. Und oh ja, das sehe ich schon. Das ist eher so ein Scania-Verschnitt. Ja, ich glaube so, eher sowas, ja, genau. Denke ich mal, ja. Weil da hinten kann man die Fläche aufmachen? Die kann man aufmachen, bei dem und beim Gelben auch, genau. Da kann man was einladen, ja. Ja, da kann man die Flüchtlinge reinschmeißen, Klappe zu und dann über die Grenze, ne? Auch ja. So. Wobei das, wenn das wirklich ein Container ist, man kann ihn leider nicht abnehmen. Also es wäre cooler gewesen, könnte man den unten ein Gestell, weil das hat auch den Boden doppelt. Mhm. Das werden wir vielleicht umbauen, dass ich halt Fliesen mache, 4 so Aufnahmen, dass man wirklich den Container, wie es halt in echt ist, dass man den runternehmen kann. Ja. Ja, das wäre vielleicht cooler. Ja, da spricht jetzt das erwachsene Kind von dir. Also genau. Ein wirkliches Kind, das spielt einfach damit. Ja, ja genau. Fast immer dumm. Der ist groß und nicht einmal so schlecht. Da gab es eine nette Anekdote mit der Länge, hast du gesagt, oder? Genau, da stimmt die Länge, was auf der Schachtel steht, nicht. Genau, weil da haben wir jetzt groß 23 cm. Ja. Und der hier, der ungefähr, oder der genau gleich groß ist, ja, der ist gleich groß, da steht ungefähr, also 32 cm. Das heißt, da gab es einfach einen Zahlenverdreher. Ja, ja, da steht, glaube ich, 23 und genau. Der ist aber auch so um die 30, also ja, ja. Sie sind ziemlich gleich, also ja. Genau. Das nur so als Anekdote. Solche Fehler passieren halt immer wieder. Mein Gott, was soll man machen? Ja. Ansonsten hier, auch hier kann man die Türen aufmachen. Genau, gleich kann man die Türen aufmachen. Ja, nicht ganz gleich, weil hier sind sie nämlich gekontert. Hier hat man, weil genau, hier sind sie mit der Scheibe gekontert, weil der ist ein bisschen kleiner. Der ist halt echt so europäischer Style. Also richtig. Der ist, genau. Ja, da kann man nämlich da hast du dich gleich in der Hand, genau. Ja, stimmt, ja. Spiegel, also eigentlich ein bisschen andere Konstruktion. Ja. Auch die Schornsteine diesmal nicht in Chrom. Ja. Naja, stimmt, nicht im Chrom. Genau. Nur so als Vergleich, dieser Truck kostet UVP, sind wir bei knapp über 15 Euro. Kann man nicht meckern, oder? Achso, ich weiß nicht, Preis wollen. Okay, ja, du bist, also ich glaube, die zwei sind gleich bei 15, der kleine Rot ist bei 13. Ja. Du hast so zwischen 350 Teile ungefähr, 300, 350, also ja. ist ganz anständig. Ganz anständig, ja. Weil die Steine kann man auch gut anderweitig verwenden, also Ausschlagzeit würde ich es jetzt nicht nennen, aber man kann. Nein, man hat auch diese großen Paneele, zum Beispiel da hast du 3, beim anderen, was man da sieht, hast du sogar noch mehr, also ist recht. Also hier hast du 3 auf jeder Seite im Prinzip. Genau, genau. Ja. Genau 6, ja. Ne? Genau. Ja. Auch hier mit einem Ersatzrad im Prinzip. Ja, habe ich auch drauf gegeben. Oder, bei dem habe ich nicht drauf gegeben, weil der liegt zu tief. Ja. Da wird schleifen, ja. Genau. Und dann schauen wir uns den dritten an. Das ist quasi eine Art Peterbilt. Ja, das ist halt etwas amerikanisch. Ich weiß nicht, Peterbilt oder Mac oder. Ja, genau. Wie du es auch immer willst. Das ist dann also, ein 7-Eleven Delivery Truck, der quasi die Supermärkte dort beliefert. Kann man sagen. Sowas. Also könnte man sagen. Kein Kühltrailer, aber halt schon großer, genau. Das ist natürlich nur angedeutet, die Schlafkabine, da ist natürlich jetzt nichts drinnen. Ne? Da ist natürlich nichts drinnen, ich meine, es gibt auch größere. Das ist, also es gibt auch welche, was noch länger sind, genau. Ja, ja, aber ich meine, hier jetzt in diesem Set ist jetzt keine Schlafkabine oder so. Genau.
Auch hier haben wir die Türen, das sind jetzt größere Türen. Die das sind eigentlich große Türen und da musst du den Fahrer auch ein bisschen höher setzen, weil sonst sitzt der voll unten. Ja. Die sind größer, ja genau. Okay, da fliegt nur alles jetzt auseinander. Ja, mit. Das ist halt wieder so vorne mit auf so vier Noppen gesetzt. Ja. Genau. Ja. Da hast du ja eine eigene Konstruktion gemacht, das können wir uns dann anschauen, warum du das gemacht hast. Achso, ja, das... Hier schön mit diesen diese Schlitten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, das sind eigentlich so Kurven, wie wenn du genau, einen Hubschrauber hast, die ist eigentlich ein großer Vorteil. Richtig, ja. Genau. Also bei den Hubschrauber kenne ich kann das. Kann man. So als, wie sagt man, offenen Träger. Ja. Ja, einfach, ja. Genau. Geht auch auf, also genau gleich. Da hat man sogar mehr Ladefläche. Richtig. Genau. Ja. Kann man mehr reinhauen. Ja. Ja. Hm? Du. Sehe jetzt ja. Kein Problem. Und das ist halt die Beschränkung mit der Länge und da war halt das Zugfahrzeug war halt ausgenommen und deswegen wurden die immer länger und der hat das dann beibehalten. Und also das ist halt dann mit den Geschichten in der Ladefläche, die blieb gleich, aber die Gesamtlänge war nicht betroffen, deswegen haben sie halt die Zugmaschine länger gemacht. Genau. Und ursprünglich, damit man da den Auflieger... Achso ja, warte. Ja. Genau, ursprünglich, warte, gehen wir mal auseinander, die gehen ziemlich streng. Ah, da geht's. Ursprünglich war halt nur so ein, ich weiß nicht, wie die heißt das, für ein runder Dings dabei, wo es halt... so hinstellst, was halt ein bisschen, naja. Er ist dann einfach schief. Ein bisschen schief ist. Ich habe dann einfach so einen runden Round dazu und dann hat er es gesicht, dann steht der. Ja, also ja. Ich meine, so einen Klappmechanismus kann man sich noch einbauen, aber dann geht das. Also das ist, muss man halt dann nur irgendwie. Ja, klar, muss man dann irgendwie weg tun. Und da habe ich auch so ein Reserveradl einbaut, weil es einfach dabei war. Mhm. Genau, aber ja. Genau. Drei nette kleine LKWs, die durchaus Sinn machen als Spielset, als Set in der City. Ne? Ja, also ich würde die als reine Spielsets bezeichnen. Ja. Also in jeder City auf jeden Fall und genauso. Für dich der Bau war spaßig oder gab es irgendwelche Troubles, Probleme? Oder? Na, überhaupt nicht. Also der Bau, spaßig schon, aber es ist halt ja, gut, das ist totaler Standard-City-Bau, wenn man halt andere Dimensionen gewohnt ist. Ja, klar. Das ist sowas Kleines, sagen wir mal, für zwischendurch und so 350 Teile ist gleich mal weggebaut. Also, ja. Ja, man muss einfach wissen, was einem da erwartet. Ja. Es ist kein Riesen-Crater-Set oder wie auch immer, das ist ganz klar. Ja, du hast uns noch ein Lego-Set mitgebracht. Das war eigentlich ein ziemlich cooles Set, hast du mir erzählt. Das war eigentlich kein eigener LKW, das war aus einem City-Set, die Donut-Shop-Öffnung. Ja, genau. Wo du mir sagtest, das ist eines der letzten guten Sets gewesen, mehr oder weniger, wenn man so will. Ne? Ich sag mal, guten City-Sets, ja. Da hast du, glaube ich, 99 Euro Liste, hast da ziemlich viel bekommen. Donut-Shop, den Donut-LKW, was das aufladet, ein Fernsehteam, wo dann der Donut runterfällt, ein Gangster, ein Taxi, eine Polizei. War ziemlich nett, genau. Ja. Haben wir mitgebracht, um zu schauen, ob man das irgendwie miteinander vermischen und verbinden kann. Und ja, was soll man sagen, das geht leider nicht. Ne? Wir haben da nämlich eine andere Grundplatte. Oder? Es geht, also wenn man nicht umbaut, geht es nicht. Weil ich meine, der Teil ist eigentlich gleich. Naja. Eigentlich nur der Gegenpart ist anders. Genau. Ja, also weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, da ist Lego, da ist nicht Lego. Ja. Das sind zwei verschiedene Parts und also die schauen ein bisschen anders aus und du musst vielleicht den Gegenpart auch zeigen, weil das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Genau. Das ist halt so eine dünne und bei dem ist es eine andere. Hier steckt man das einfach dann im Prinzip in das den... Das rastet nicht wirklich ein, also ja. Also dieses Nupsi hier ist ein bisschen größer als die Aufnahme von dem Lego-Set, deswegen kann man das nicht draufstecken. Ja. Und Lego arbeitet ja mit so einem Gegenstück. Und somit. Genau. Und das kannst du ja auch so im Prinzip schwer da reinkriegen. Ja. Würde vielleicht ein bisschen gehen, aber. Ist eigentlich dasselbe Teil wie beim Kran, was sich dreht. Lego hat da, glaube ich, nur einen Teil für alles oder so irgendwie. Okay. Ja. Man könnte dieses Runde da umbauen und dann mit der Höhe schauen. Also. Für Bastler, ja. Ja, umbauen kann man, aber tatsächlich sogar, wenn man sich jetzt nur das kauft und man will es einfach mischen, dann geht das nicht. Dann nicht. Leider. Was geht, man kann sie untereinander mischen. Ja, man klar. Muss nur auf die Höhen aufpassen, also ja. Klar, die Wangi, LKWs untereinander kann man natürlich schon mischen. Ja, das genau. Ist klar. Ja.
Hast du uns noch was zu erzählen? Zu denen eigentlich nicht. Also okay. Von den LKWs, das war's. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, Leute, wenn es Fragen gibt, schreibt sie runter in die Kommentare. Der Toni wird sie gerne beantworten oder ich, wenn ich kann. Ja. Und wenn ihr vielleicht auch schon einmal einen gebaut habt davon, lasst uns daran teilhaben. Wie ist eure Meinung? Ihr wisst, gemeinsam sind wir mehr. Toni, vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Gerne, ja. War für dich eine Premiere? Ja, super. Mal da wieder sein. Endlich einen Kaffee gekriegt bei dir. Also ja. Nach tausenden Lockdowns. Kriegt und nicht denn jeder. Ja, stimmt, ja. Genau. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja wieder bei einem Video. Würde mich freuen. Jeden Fall. Also, ja, würde mich freuen, ja. Na dann, schöne Grüße. Bis zum nächsten Mal. Euer Omni Klemmer. Passt. Ciao.